Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The New Mario World und wir befinden uns beim letzten Geisterhaus und meinem vorletzten Geisterhaus-Ausgang. Hallo Exo, wie geht's dir? Ausgang? Was? Ausgang. Hä? Ach so. Wir haben doch zwei Geisterhäuser. Du hast doch Zahl, die den Auftritt verpasst. Oh. Ja, ich habe dieses Geisterhaus übrigens schon gesehen, da Exo das vor mir gespielt hat. Und ich freue mich schon richtig drauf. Allerdings, ich kenne jetzt die ganzen Tricks, also... ich kenne die ganzen Tricks, dadurch ist es für mich um einiges... Nein! Einfacher, wolltest du sagen. Ja, einfacher. Den Geheimgang darfst du ja machen. Ich meine, ich habe dir schon ein paar falsche Wege abgenommen. Von daher... Ja, also also ich erkläre jetzt mal so ein bisschen, wie das hier aussieht. Ihr seht oben, am Bildschirm... Ja, das oben... Oben seht ihr, Münzen, gelbe und blaue, beziehungsweise violette, nennt es wie ihr wollt. Und die gelben Münzen sind... Ah, fuck. Bei den gelben Münzen ist quasi unten Grund vorhanden. Super. Und bei den violetten Münzen ist... also falls unten Grund vorhanden ist, Boden, beziehungsweise dann ist der fake und man kann trotzdem runterfallen. Wie ihr es gesehen habt, bei meinem ersten Versuch. Der wieder mal besser war, wie mein zweiter Versuch. Mhm. Ich hab lecker essen. Nom nom nom. Und dieses Level ist kacke. Ach, findest du? Und nicht nur ein bisschen kacke, ich fand's vom Zusehen schon kacke. Ja, ich habe mich wunderbar gefreut, dieses Ding zu spielen. Ich glaube, die Aufnahme ist eine Stunde lang und dann habe ich es auch irgendwann mal geschafft. Ja, zumindestens ganz toll. Ich sollte ja vielleicht auch springen. Zumindestens hast du einen Ausgang geschafft. Wir wissen nämlich noch nicht, wo der Geheimgang ist. Wir haben eine Vermutung. Was heißt Vermutung? Es gibt da so in der Mitte von diesem Abschnitt gibt es eine Tür. Und da muss man eben umständlicherweise diese Steinbuhus... Boah! Da muss man umständlicherweise die Steine, diese Buhus, die sich in Steine verwandeln und wenn man wegschaut, dann fliegen sie auf dich zu und wenn man wieder hinschaut, dann materialisieren sie sich wieder zu Steine. Die muss man da hinlocken. Hab ich rausgefunden, hab's auch geschafft. Und genau, es geht auch, aber das Problem ist, da ist leider nicht der Geheimausgang. Also der Geheimausgang, ich vermute doch, dass es da irgendwo ist, aber was ist denn das für eine Kacke? Schwer. Ah, ganz toll. Moment. Oh, fuck. Ah, das war kein Fake. Die Stacheln waren echt. auch Stacheln zum Beispiel, die unter so einer Fake, unter so blauen Münzen stehen, die sind auch Fake. Also alles, was unter blauen Münzen ist, an Level, ist nicht vorhanden. Existiert nicht. Aber ich glaube, jedes Mal an dieser Stelle erwischt mich so ein blöder Geist. Ja, da habe ich mich sehr oft aufgeregt, weil du springst einfach rein, bist im Sprung und da kommt so ein Geist angeflogen. Du kannst einfach nichts machen. Ach komm, was ist das für... Das Level regt mich jetzt schon auf. Egal, wir werden das schon... wir werden das Kind schon schaukeln, wie es so schön heißt. Es ist, wie gesagt, das allerletzte Geisterhaus und ich bin so froh, wenn es vorbei ist. Nie wieder ich Geisterhaus. Ich bin froh, wenn die Geheimgang finden bei deiner Aufnahme. Ich habe den schon gesucht eine halbe Stunde und es hat mir gelangt. Ich habe geht auf den Sack, aber ich richtig. Gegen die Stacheln. Boah, was ist das? Keine Ahnung, wo der Geheimgang ist. Ich vermute mal, was ganz gemein ist. Und zwar, dass er einfach irgendwo durch eine Wand springen muss. Habe ich so überlegt, weil wir haben ja im Wald der Illusionen, hatten wir ja was Ähnliches gehabt. Was habe ich? Hatten wir sowas Ähnliches mit dieser Treppe, wo man dann durchgehen konnte. Ja, genau. Und da hatten wir auch viele Stellen. Und vorher musste man auch schon an einigen Stellen durch so eine Wand durch. Die wurde allerdings gekennzeichnet. Und ich vermute, dass das hier das letzte Geisterhaus ist, hat er was besonders Schweres gemacht. Würde mich nicht wundern, wenn es so etwas sein könnte. Das Problem ist nur, dann kann man halt wirklich überall suchen, ne? Wo mir mal gerade auffällt, kann es sein, dass ich irgendwie jedes Geisterhaus vorgespielt habe? Ich glaube nicht jedes. Ich glaube, die meisten. Ja, das kann sein. Ich hasse nämlich Geisterhäuser. Ach nee, also bei mir, das war doch locker flockig. Ich habe mich gefreut wie Schmidts Katze. Ja. Sehr schön. Hat bei mir ein bisschen länger gedauert. Naja, kannst du ja meinen. Das wird ja alles bezahlt. Und dann kommt dieses Abfuck-Level. Also ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, weil Blackie wollte ja heute so weit spielen. Hoffe ich mal. Ja, aber Vater hat es noch nicht. Ich meine, ach so. Vielleicht schauen also, ja mal meine Zuschauer. Oh nee. Vielleicht schauen ja meine Zuschauer bei dir nicht und wollen jetzt nicht gespoilert werden. Ich weiß es nicht, weil ich kann ja nicht von mir einen Zuschauer verlangen, dass der
bei EXO schaut. Obwohl, schaut bei EXO verdammt nochmal. Richtig. Ich habe heute schon wieder ein Abo verloren. Ich bin jetzt bei 49. Freue mich schon, wenn ich auf die 50 komme. Yeah. Und ich bin jetzt wieder auf den 81 gelandet. Oh Mann. Leute, warum deabonniert ihr EXO? Was ist los mit euch? Was macht man nicht? Das fand ich ganz kurios. Ich lade zwei neue Projekte hoch und als dann das zweite Projekt mit angekündigt wurde, instant deabonniert. Also vermute ich mal, dass das irgendwer ist, der die Projekte scheiße fand und keinen Bock drauf hatte. Und aus solchen Gründen deabonniert man ja Leute, weil es ja nur um die Spiele geht und das kommt ja wieder scheißegal ist anscheinend. Ja, ja das ist wunderschön, ne? Das ist super. Das ist extra auch immer passiert. Ja, ich hab mich gefreut. Ich hab mich meines Lebens gefreut. Ah, we bought. Was gerade so ein Dance. Ah. Ich hätte mich da mal hinstellen können, ich Idiot. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Hui. Siehste? Gar nicht so leicht. Ich habe nur behauptet, dass es leicht ist. Na, dieses, du musst doch nur. Was? Da hat er dich totgebodyslammt mit seiner fetten Plauze. Was muss ich nur? Ja, du hast mal gemeint, du musst doch nur geduckt springen. Und wow, was haben gerade. Alter, Leute! Ich bin gerade in einer Aufnahme des. Also jetzt nicht mehr von mir, sondern irgendwie schreibe ich jetzt gerade, boah, ich bin angenervt, ich bin angekotzt, boah, das Leben, ich werde alles zu dir töten. Gezeichnet. Gott. Also du weißt, was ich meine. Irgendwie ist gerade heute hier negativ gelaunt. Oh, ein Black Hammer Tag war grauenhaft. Mein Tag, glaube ich, war auch nicht besser wie deiner. Erzähl, was ist passiert? Nein, das darf ich nicht sagen, das ist Arbeitssache und ich würde ziemlich viele beleidigende Wörter über meinen Chef äußern und das ist... Nein, jetzt flieg doch nicht, du Depp! Ging das um das Thema, was wir letztes Mal angekreidet haben? Keine Ahnung, weiß ich nicht, kann sein. Mein Chef ist ein ziemlicher Choleriker und das nervt Katalog. Mich. Ja, ach so, genau. Ja, generell, mein Chef ist ein ziemlicher Choleriker und wenn der mal schlecht drauf ist, dann lässt er halt seine Wut, an irgendeinem Kollegen, also an irgendjemanden aus, meistens an mir. Ich weiß nicht, warum ich sein Sandsack bin. Es ist aber leider so. Das ist echt scheiße. Wir sind doch alle jetzt erwachsen. Da gehört sich so ein Verhalten nicht. Und ja, er ist halt der Chef und dann habe ich gesagt, und dann war halt wirklich so penetrant. Jetzt, ich will da nicht fliegen! Eigentlich wäre sogar noch hochgekommen! es war halt dieses Mal so schlimm, da habe ich so gesagt, ja, könnte ich mal bitte ausreden? Und dann hat er mich wieder unterbrochen und dann habe ich gesagt, ja, wenn man mit ihm nicht vernünftig reden kann, dann gehe ich halt und bin einfach raus aus seinem Büro. Ah, also ergo. Ich finde das, also ich meine, als Chef hat man natürlich Sonderrechte und alles, aber der behandelt manchmal Mitarbeiter wie so richtige Deppen und nicht wie richtige. Ah, verdammt. Wie so richtige Deppen und das kann ich nicht haben, wenn mich jemand wie ein Depp behandelt. Das hasse ich. Aber egal, reden wir nicht über die Arbeit und die negativen Sachen, reden wir über die tollen Sachen. Die tollen Sachen sind viel toller als die nicht so tollen. Du bist schwanger, bist Vater. Was bin ich? Du bist Vater geworden, ist doch was Tolles. Das ist noch schlimmer, wie vom Chef angeschrien zu werden. Boah, das war heute im Bus. Boah, da waren so zwei, keine Ahnung, 20 Jahre höchstens. Die eine hatte irgendwie schon vier Kinder und die andere hatte zwei. Die eine war nett, die mit den vier Kindern. Boah, Alter, hat die Kinder mal angezickt und hat lieber auf ihrem Handy so ein komisches Spiel gespielt. So eine App wieder wahrscheinlich. Hat immer die Kinder angeschaut, nein, das ist schon mal in Ruhe. Weil der eine, der Jüngste, war jetzt so ein Säugling, der wollte halt an die Brust und hat immer versucht, das Shirt von ihr runterzuziehen. Ja, das war sehr lustig. Hat sich immer so rumgebrüllt und ich wollte was sagen, aber die zweite Mutter, die daneben stand, die Kompetente, die ihre Kinder lieb hat, hat er mich zurückgehalten und so halt mit der Mimik angedeutet, ja, wir wissen, sie ist beknackt, aber Junge, lass gut sein. Okay. Nicht schön sowas. Ich hätte dir gerne gesagt, und solche Leute kriegen Kinder. Oh mein Gott. Unsere Jugend geht den Bach runter. Das wollte ich eigentlich sagen, aber naja. Ein andermal. Nein. Ja, und was war heute noch mein Tag? Ich hatte um 13.30 Uhr Schulschluss. Bin aber erst um 17 Uhr ungefähr nach Hause gekommen. Wieso, was hast du denn noch gemacht? Ich war bei der Praxis und ich dachte mir so, ja okay, Praxis, ja, wird schon, was ist es? Ich muss erstmal 2 Stunden warten. Wegen einem offenen Sprechtermin muss ich 2 Stunden warten. Wegen einem was? Wegen einem? Offenen Gesprächstermin, also das heißt so eine offene Stunde, da kann man einfach ohne Termin rein. Also man sagt, ja, ich bin da, ich will gerne mit denen quatschen und dann ruft man dich irgendwann auf. Das war auch knapp. Jo, oh, sag hier richtig so Speedrunner. Speedrun. Nee. Speedrun sieht anders aus. Ich hoffe, dass ich jetzt an diesen scheiß Geist vorbeikomme. Aber ich habe schon eine Idee.
Und ich hatte ja eine Bandage, mit der habe ich ja auch das Schloss aufgenommen, was du ja dann auch per Video sehen wirst, diesen total geilen One. Also es sind mehrere in dem Video, kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich meine, das hat man in der Welt ja schon bei mir gesehen, oder auch nicht. Und jetzt habe ich halt ein Zinkband. Also ja gut, das ist sowas wie ein Gips, wie so ein richtiger Verband mit Gips halt. Als Bloß das ist kleiner halt. geht's besser. Das stimmt wohl. Und das ist halt beweglicher. Das könnte schief gehen. Oh, knapp. Deshalb, ich habe also ein bisschen mehr Bewegung als wie beim Gips, wo einfach nur alles steinhart ist. Und das Zinkband soll halt auch in erster Linie kühlen und die Reizung da abnehmen, weil wahrscheinlich habe ich irgendwie, Nein! oh fuck, Lord. Wow! Schön. Wow! Wahrscheinlich Okay, habe ich. jetzt bitte kurz Ruhe. Okay. Komm, schaffst du. Spin Jumps. Sehr gut. Scheiß drauf. Sehr gut. Und geschafft. Ah, ne, noch Ah, nicht. nein. Oh, fuck. Du Dich nicht meinst? getroffen hat. Wie bitte? Der dich nicht getroffen hat. Der Buhu-Endboss kann er nicht treffen. Oh, das hätte ich mal früher wissen sollen. Der kann er nicht treffen. Nur die normalen Buhus, die großen. Die können einen treffen, aber der Endboss kann er nicht treffen. Das habe ich nie gewusst und ich krampfe mir da so einen ab. Nein. Ja, da stehen Okay. die alle die Zunge raus. Oh, das ist jetzt aber richtig uncool. Aber schaffst du schon. Ich glaube an dich. Also am Buhu soll es jetzt wirklich nicht scheitern. Nicht so wie beim anderen damals. Welchen anderen? Obwohl Den ich dann noch ersten. gedrückt habe. Ja, Ach da ist komm, er hör gefallen mir bist. bloß auf. Der war tausendmal leichter wie der hier. Gut, geschafft. Oh, wie langweilig. Nein. Herzlichen Glückwunsch. Also, Entschuldigung, aber bei dem Level möchte ich nicht 1000 Stunden verbringen, dass ich dann nochmal beim Endboss hier. Wow, ich jump hier die ganze Zeit Spin-Jump mit einem Block in der Hand über die ganzen Buhus und warte genau, bis der spawnt und macht dann hier den Kick. Nein, ich möchte hier das Level schaffen, Also damit so ich auch gleich wie noch ich, der fette. sich das antun durfte, eine Stunde lang alles rauszufinden. Das stimmt, also ganz ehrlich, Leute, wenn Extra das nicht so herausgefunden hätte, ich wäre tausendmal länger an dem Level gesessen. Das wäre überhaupt kein Vergleich gewesen. Und ich habe mich immer aufgeregt. Egal, wie gesagt, ich nehme das bei dem Projekt einfach hin. Es tut mir leid. Es tut mir leid, alle, die Raid und so nicht mögen, aber nee, bei dem wir haben einfach keine Gnade mehr. Ich will, einerseits, ich will es einfach wirklich hinnehmen. Ich würde mit Blacky auch gerne mehrere Spiele spielen. Aber Ja. wenn wir jetzt mehrere anfangen würden, also noch mehr, dann würde das ja viel mehr Zeit in Anspruch nehmen und das würde dann zu einem Verschleiß führen, einfach mal an Zeit. Und das Ja. Projekt soll hier auch mal fällig werden. Das will ich auch unbedingt endlich mal abschließen. Einfach nur unseren Stolz zu erfüllen, weil wir sind so richtige Männer hier, so Nein, ich richtige muss ganz ehrlich Plauzen. sagen, ich finde das Projekt toll. Ich find das Projekt toll, das macht mir auch Spaß. Es ist eine Herausforderung. Das ist dieses normale Super Mario, das ist echt zu einfach. Und da finde ich dieses Spiel, es ist so, es ist noch nicht Kaizo oder so, es ist einfach, es ist ohne Selbstdits machbar. Gerade noch, aber es ist machbar. Gerade noch ist bei mir ja wohl der Schwerpunkt. Jetzt kommt wieder der Scheiß, wo 10 zu Glück be knapp steht. Oh Gott. Ganz toll. Da drücke ich auch noch richtig schön hin, weißt? Da bin ich noch richtig schön und dann, weil ich spring daneben. Ja, aber dein Schlüsselfail im richtigen Super Mario Display kann man nicht toppen. Was Ah, für der. ein? Na, der Geheimgang, wo dieser Schlüssel da lag und du meintest, das kann man nicht verkacken. Und dann Ach. springst du hin, lässt den Schlüssel in den Abgrund fallen und musst dich umbringen. Ja, Der war. das war echt fail. Vor allem also das war richtig scheiße. Vor allem ich habe mir gedacht, für was ist denn dieser Abgrund eigentlich gut? Der ist ja total für den Arsch, ne? Und dann falle ich auch noch rein. Oh, richtig lustig. Dumm, dass ich den angucke, der es manchmal mit Verzögerung macht, anzuhalten. Ja, ich komme sogar recht gut hin, finde ich. Nur ich stelle mich wieder an wie der letzte Vollhonk. Bayern Power. Nein. Ah, ich habe eh schon Angst, dass ich den Geheimgang nicht finde. Oh Gott. Ne, auf jeden Fall habe ich jetzt auch am 27. Mai, also wir haben jetzt heute den. Ich glaube, wir haben heute sogar erst den 7., also irgendwann 20 Tagen, oh mein Gott. Habe ich ein MRT Ah, okay, MRT. um ein Osluminus oder so ähnlich auszuschließen, was nochmal das ist. Keine Ahnung. Ah ja, muss man auch nicht wissen, man ist ja nur der Passive beim Arzt, ne? Man muss ihm auch nicht sagen, wie er seinen scheiß Job machen muss. Richtig. Schnitt an Nee, Stelle aber. A jetzt ansetzen. Zu tief, Verblutung stoppen.
Nee, das ist aber wirklich, ich meine, ich habe das ja schon länger und diese Präventivmaßnahmen dagegen, dass das irgendwie mal heilt oder mal da irgendwas getan wird, das kam alles viel zu spät. Also beim nächsten Mal hat meine Mama gesagt, wir mögen zwar die Praxis, die ist auch echt nice irgendwo, aber sowas, dass ich ja irgendwie 2 Monate warten muss, bis überhaupt mal was kommt, ist dann irgendwie schon kacke. You know what I mean? Jo. Tja, verkackt. Ja, das ist so. Ah, jetzt kommt dein Lieblingsgegner. Aber die Stelle habe ich aber echt gut gemeistert, muss ich sagen. Also ich bin ja, glaube ich, nicht einmal gestorben. Ob sie mit dabei einen der Stachelböen ist, das wäre mal ultra unfair. Das werde ich erst am Schluss abchecken. Jetzt muss erstmal über Leben vorbeikommen. Aber das ist leichter als das andere mit Wasser und so. Also der Party ist leichter als den, die wir schon gewohnt waren. Pass auf, da kommt gleich eine andere Geisterkette. Genau die. Sehr gut. Oder eventuell mit Feuer, mit Spinjumps, wo das Feuer hoch auf den Typen, da da oben was ist. Nee, die prallen ja von der Decke ab, die Geister. Jetzt einfach durchrennen. Da oben war doch nichts, da oben ist ein Fail. Ja, und das da unten ist sowieso kacken schwer. Da ist er. Was? Da ist der Geheimgang. Wo? Sicher? Was? Scheiße. Wie hast du, bist du das jetzt da Weil ich als durchgekommen? Großer hängen geblieben bin. Irgendwie so komisch an der Mauer. Und als Kleiner kann man da durch. Ist das ein kackendreister Scheiß? Das ist schon ein bisschen unfair zu finden, oder? Alter, aber ohne Scheiß und dann noch dieser Pilz. Dass man es verkackt, aber hey, du hast es geschafft, ich bin sehr stolz auf dich. Aber dennoch, Alter, ist das Ja, es fies. ist halt Zufall, weil mir ist keine andere Idee mehr geblieben, als wie, ja, das kann eigentlich nur noch Wand irgendwie sein. Alter, nee, ist das ein Unding. Oh Gott, geht dann wahrscheinlich immer noch weiter. Ja, davon kannst du wohl ausgehen. Vor allem ist ja auch irgendwo ein bisschen unfair, dass es so ein bisschen Glücks. Nee, warte. Glückssache. Ich wollte gerade irgendeinen Satz sagen, der eigentlich sogar ganz gut war. Ich hab's vergessen. Wieder Du unten dieser wolltest einen Satz sagen, Blutspot. der sogar ein bisschen gut war. Ja, dass dieser Boden dort, der Witz, das kannst du einfach nicht sehen. Nee. Aber sehr gut, also mir ist es gar nicht mal aufgefallen, dass da was war. Okay, ich habe ja auf Skype übertragen, das ist ja nicht perfect frames. So, den Pills of Doom ignorieren. Nee, den hole ich mir. Hey, wie willst du das machen? Ich zeig's dir schon. Das geht schon irgendwie. Es muss gehen. Achso, halt mit Anlauf durchrutschen. Nein! Oh, das ist jetzt aber uncool. Ja. Hilft dir nichts. Muss ich neu laden? Ich bin vorbei. Dann lädt er einfach neu die Sau. Zitat Ende. Aber was soll ich denn machen? Ja, also Zitat Ende. Dann passt. Ja. Ich hab nichts gesagt. Du hast nicht gut. Das musste. Verdammt. Ich an den Partner nicht erinnert, da muss ich das so einfügen. Die Aussage von Blacky wurde revidiert. Siehe sein Part. Ja, genau. Ja. Du weißt mal nicht mal, welcher Part das ist. Ist das Part. Ich glaube, das muss jetzt. Nein, doch. Bei Es müsste jetzt Part 26 sein. mir aber nicht. Bei dir meine ich ja. Oh. Aber so viel mehr habe ich gar nicht. Ich meine, bei mir ist der letzte Part 29. Bei dir keine Ahnung. Part. Schieß mich tot. Schaß, Part schießt mich tot, so werde ich ihn bestimmt nicht nennen. Oh, lecker. Spiegelei hat schon so lange nicht mehr. Okay, das wird Mahlzeit übrigens. Okay. Gut. Was machst du übrigens mehr? Rührei oder Spiegelei? Rührei, ja, auf jeden Fall. Warum? Okay, ich brauche jetzt den nicht mit. Okay. Nice. Gut. Schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Oh Gott. Das Natürlich ganze Ding. Das ganze geht's Ding. weiter. Ja, das kannst du nur noch unten. Oh Lord. Wir sind ekelhaften Kacklakito, ey. Oh, was? Das ist eine Scheißstelle. Oh Gott. Oh Gott, Lord.
Nein, 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 nein. Nein. Wow! Oh Gott! Sakramente! Ja, Black Gate! Oh. Sehr gut. Ah, sehr schön! Bam! Heißt das, ich muss heute aufnehmen? Alle Geigen dann noch Geisterhäuser machen? Abgeschlossen. Ausgänge. Ich muss den auch noch machen. Was für ein Scheiß. Aber herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Es ging sogar. Es ist ein Level, das... Es, wenn ich es nicht von dir gesehen hätte, ich hätte mindestens genauso lange gebraucht. Mindestens. Also... Das war jetzt... Also das Level ist schwerer, wie es eigentlich ausgesehen hat bei mir, weil ich kannte es ja schon vom Sehen her, ne? Hm. Ich möchte jetzt nicht, dass du dich schlecht fühlst, weil ich das schneller geschafft habe. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein.